Der erste Eindruck zählt. Gilt auch beim Bewerbungsschreiben. Deshalb ist es wichtig, bereits zu Beginn damit zu glänzen. Und zwar mit einem vollständigen Briefkopf, einer aussagekräftigen Betreffzeile und einer überzeugenden Einleitung. In diesem Video zeigen wir dir, was du bei diesen Bestandteilen beachten sollst. Schaue dir für einen ersten Überblick auch gerne auf unserem Kanal das Video über den generellen Aufbau und die Inhalte des Anschreibens an. Auch wenn du deine Bewerbungsunterlagen digital versendest, ist das Layout des Anschreibens doch immer noch sehr nah an dem des klassischen Briefs. Der Kopf umfasst die Absender- und Empfängerdaten sowie das Datum, den Betreff und die Anrede. Die Absenderdaten beinhalten deinen Namen, deine Adresse und deine Kontaktdaten, also E-Mail und Telefonnummer. Falls du sogar eine eigene Bewerbungswebseite haben solltest, kannst du auch hier die URL anbringen. Außerdem ist es möglich, die Absenderdaten entweder klassisch linksbündig und untereinander oder als Einzeiler in die Kopfzeile des Dokuments zu setzen. Wenn du ein klassisches Brieflayout wählst, dann lasse nach den Absenderinformationen ca. 3 Zeilen frei und füge dann erst die Empfängerdaten ein. Dazu gehören der Unternehmensname, der Ansprechpartner und die Adresse. Den entsprechenden Ansprechpartner findest du entweder in den Kontaktdaten aus der Stellenanzeige oder durch das telefonische Nachfragen beim Unternehmen. Gebe immer Ort und Datum an, an dem du die Bewerbung abschickst. Beide Angaben werden rechtsbündig entweder auf der Höhe der Absenderdaten oder zwischen den Empfängerangaben und Betreffzeile angeordnet. Als Überleitung zum eigentlichen Inhalt des Anschreibens ist die Formulierung einer aussagekräftigen Betreffzeile besonders wichtig, da sie meist als erstes vom Personaler gelesen wird, beispielsweise um deinen Brief thematisch einordnen zu können, solltest du diese so aussagekräftig und kurz wie möglich halten. In der Betreffzeile solltest du unbedingt den Grund deines Anschreibens und wenn möglich eine Kennziffer aus der Stellenanzeige nennen. Diese findest du meistens in der Stellenbeschreibung. Was nicht in die Betreffzeile kommen sollte, ist das Wort Betreff. Die Betreffzeile lautet klassischerweise Bewerbung als Bewerbung um oder Initiativbewerbung als und dann der Stellentitel. In der Anrede solltest du dich direkt an deinen Ansprechpartner mit Hilfe der Formulierung sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau wenden. Falls du trotz deiner Recherchen und telefonischen Nachfragen beim Unternehmen keinen Ansprechpartner herausgefunden haben solltest, kannst du auch auf die unpersönliche Anrede sehr geehrte Damen und Herren zurückgreifen. Professioneller wirkt es natürlich persönlich. Jetzt befinden wir uns schon im inhaltlichen Teil deines Bewerbungsanschreibens. Du solltest die Einleitung auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ihre Aufgabe ist es, die Aufmerksamkeit des Personales zu erregen und ihn zum Weiterlesen zu animieren. Versuche dich also bereits in der Einleitung von deinen Mitbewerbern abzugrenzen. Aber wie funktioniert dieses sich von Mitbewerbern abgrenzen? Ganz einfach, versuche Standardfloskeln zu vermeiden. In der Betreffzeile hast du bereits den Grund für das Schreiben deiner Bewerbung hingewiesen. Deshalb musst du das in der Einleitung nicht wiederholen. Spare dir lieber den Platz, zumal auf 3 bis 4 Zeilen begrenzt ist, richte deshalb den Fokus bereits hier auf dich selbst. Mit Anekdoten, deinem Bezug zum Unternehmen und deiner Eignung oder deiner Motivation. Wichtig ist, mache die Bewerbung zu einem Unikat. Solltest du schon vorher in persönlichem Kontakt mit dem Ansprechpartner gestanden haben, kannst du dich in dieser Einleitung ebenfalls darauf beziehen. Verwende dabei immer kurze, verständliche Sätze und vermeide ein verschachteltes Aneinanderreihen von Wörtern. Die Einleitung sollte individuell und ansprechend sein. Außerdem solltest du diese aktiv formulieren. Auch hier gilt, der Ton macht die Musik. Passe deinen Tonfall an das Image des Unternehmens an. Bei einem jungen Startup ist es eher angemessen, in der Bewerbung etwas zu experimentieren und diese locker zu gestalten. Ja, bei Banken und Versicherungen oder anderen traditionellen Unternehmen sollte ein klassischerer Schreibstil verwendet werden. Das war unser Video zum Kopf, der Betreffzeile und der Einleitung eines Bewerbungsschreibens. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse ein Like oder einen Kommentar da und teile es mit deinen Freunden und deiner Familie. Abonniere doch auch unsere Social Media Kanäle, um keine Tipps rund um die Bewerbung zu verpassen.
Weitere Infos zu den Videothemen findest du auch zum Nachlesen unter www.yourfirm.de/karriere. Danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss!